Das ist ein geiles. Mega geil. Das ist mega cool. Aber wir gucken uns das mal an hier. Laut. Ja. Was ist das überhaupt? Pommes? Nee, wa? Keine ja, Ahnung. Könnte sein. Ja, vielleicht sind das Belgier. Aber das sind auch Hummer. Oder so. Ich weiß nicht, was sollen sie darstellen? LOL. Boah, schade. Ist der Hund aus, Ja, wo ist der nochmal her? Toy Story, ne? Ah, stimmt, ja, ja, ist der Toy Story Hund. Der Slinky-Hund. Aber nicht schlecht, aber leider ganz schönes Ungleichgewicht. Oh, das Turtle-Mobil, geil! Und sie sind als Turtles verkleidet. Mhm. Oh, das läuft aber gut. Wir haben schon mal einen verloren, okay? Okay, wow. Aber jetzt guck mal, das Ding ist krass gebaut. Also mit den Platten und so. Frage ist, wenn sie jetzt einfach auf dem Dach sind und da sitzen können, gilt noch? Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Alter, mies, ey, auch. Ja, die haben kein Dach, okay. Dann ist egal. Dann gilt nicht mehr. Also voll smart gewesen. Ja. Einfach ein Ding, was ich drehen kann und du kannst weitermachen auf der Seite. Das wäre voll schlau. Das wird nichts. Nee. Instant fail, oder? Schmal. Instant kipp. Brutale Kippung. Aber Monoblock. Aber der Monoblock ist drin. Geil. Oh, das kann was werden. Oh, ja, guck mal. Stark. Die haben darüber nachgedacht, was sie machen. Stark. Also, Formel-1-Auto. Die stehen drin, ne? Irgendwie nicht, aber auf jeden Fall läuft's ganz gut. Wow. Ah, gedreht. Drehen ist scheiße. Ja, mal gucken. So, einfach passieren lassen jetzt, ne? Ja, das ist halt stark. Das ist doch der Sieg, oder? Er darf es halt nicht, ja, also solange sie es immer schaffen, irgendwie längs. Durchs Ziel. Ja. Stark. Geil, da zählt wahrscheinlich die Zeit, ne? Aber ein Reifen hat ganz schön daran glauben müssen. Oh, was ist das denn? Oha, aber sie sind nicht direkt gekippt. Ja, aber kommt doch jetzt. Ja, aber wenn, naja, okay. Wie viele Leute es wirklich einfach nicht darüber hinaus schaffen. Oha, nee. Diese Wannenidee ist einfach nicht gut, ne? Die ist wirklich nicht, die ist wirklich nicht so gut. Boah. Direkt unterspült, Alter. Ja, aber schönes Bild auf jeden Fall. Ja. Okay, ich hätte gedacht, die stürzen früher. Okay. Ah. Top Bun hat verloren. What is it? Was ist das denn? Was? Aber, naja, so ein Schaufelraddampfer. Nur, nur in Scheiße. Oh, Alter. Oh nein. Oh Gott, die ganze Arbeit. Schade, weißt du ja vorher nicht. Der funktioniert. Ja, die Pantons an der Seite, die retten das. Ja, aber das geil, ist dass, eine gute Idee. Dass die Red Bull-Dosen draus gemacht haben und Wikinger-Helme tragen. Ja, vorne auch der Drachenkopf als Galionsfigur quasi. Schon geil. Ah, schräg ist schlecht. Du darfst nicht schräg kommen halt. Ne? Du musst halt versuchen, immer gerade zu bleiben. Ansonsten ist los. Rückwärts ist egal. Wir haben schon ein bisschen Wasser drin, Alter. Oh, no. Oh! Aber durch. Stark. Ja, das wird nie im Leben was. Das. Viel zu kleine Auflagefläche auf dem Wasser. Und das so. Geht kaputt, sobald es Wasserkontakt hat. Ja, 100%. Oh. Oha, Alter. Viel besser. Was, Digga? Okay, wir hatten so unrecht getan. Ah, jetzt aber. Naja, okay. Gut. Aber gut. Ja. Oh, hat sich gleich wieder angestellt. So, wer hat da verkackt?
Er hat rübergegriffen, das ist schlecht. Dadurch hat sich das Gewicht nach vorne verlagert. Da. Wäre er auf der Seite geblieben, wären sie nicht gekentert. Ja, schlecht. Oh. Ja, ich sag dir, Pantons immer, oder Pantons immer eine gute Idee. Immer eine gute Idee. Nehmt aber die, aber die Auflagefläche auf dem Wasser generell einfach mit dem grünen Ding wieder sehr klein. Hä, viel besser als ich gedacht hätte. Ja, das sind die Schwimmer an der Seite halt, diese Pontons. Schade. Oh! Oh wow! Okay, krass! Ah nein, da ist es vorbei. Schade. Ja. Was macht er denn? Nicht klarkommen. Aber da drin knien ist halt auch keine geile Idee. Doch, knien ist besser als sitzen. Du kannst viel besser austarieren, 100 pro. Ha. Das würde ich halt auch versuchen. Ist ja egal, ob du aus der Wertung raus bist. Hauptsache, du machst halt weiter und hast Spaß. Ha. Ey, das sieht gar nicht schlecht aus. Ein bisschen Phallus-artig, aber... Ja, ist schon eindeutig Rakete. Also hier... Oh. Ist entweder ist es entweder eine Rakete oder ein Spargel. Aber auch geschafft, okay. Ah, nee. Was? Das geht niemals gut. Nee, geht ja nicht. Schon da zum Scheitern verurteilt. Ja. Das geht wieder ganz gut. Ja. Aber. Ich kann auch nicht voll laufen. Aber so die schlecht können schnell runterrutschen beide. Ja. Die haben selber keinen Halt. Irgendwie angeschnallt? Ah, nee, sad. Ja, geil. Handgriff wäre geil. Oh, das ist ein geiles. Mega geil. Das ist mega cool. Vor allem, weil sie das Roboterbeine trägt. Ja. Ja, alles, auch das ganze, das gesamte Outfit. Herrlich. Okay. Das hat Potenzial. Wir haben den Briefkasten verloren. Ja, nee, das sind die Hämmer. Oder irgendwas. Oh! Oh, steht noch. Ich kann halt nicht vorlaufen. Das ist gut. Läuft ganz geil. Und die sind auch schnell, guck mal. Oh, das könnte Anwärter für Platz 1 sein. Was ist das denn? Das ist eine Landebahn, oder was? Eine Plastikflaschen da unten, hast du gesehen? Pfandflaschen. Das ist schon smart. Ah, das ist clever. Easy. Was man mit Plastikflaschen im Wasser so machen kann, ist total geil. Entweder du machst sie leer und die Luft da drin gibt dir Auftrieb. Oder, und das haben wir damals bei uns auf dem Campingplatz gemacht, wir haben Pfandflaschen mit Sand gefüllt. Und wenn du die mitnimmst, ein oder zwei 1,5 Liter PET-Flaschen mit Sand gefüllt und es zieht dich halt unter Wasser krass nach unten. Und damit kannst du dann halt, wenn du im See oder im Pool oder sonst irgendwo bist, kannst du halt einfach auf dem Boden schwimmen. Total easy. Ist voll gut. Ah, das wird nichts. Das sieht nicht gut aus. Mir zu schmal.
Ja, viel zu schmal das Ding. Gar keine Stabilität. Das könnte... Der hat aber nur ein so ein Ding an der Seite. Es könnte sein, dass die nach vorne oder hinten überkippen. Da ist es. Weil die nur ein Ding haben, ne? Ich twistet das einfach so raus. Da hätten sie noch 2-3 Tonnen vorne mehr gemacht, dann hätte das geklappt. Okay, die werden das gleiche Problem haben, dass die wahrscheinlich runterrutschen werden. Oh, geht. Oh, jetzt wieder. Jetzt vorbei. Okay, das ist cool. Das feiere ich mit der Ente vorne. What the Duck. Das ist viel Duct Tape im Einsatz. Finde ich gut. Das funktioniert viel zu gut. Okay, das, ich glaube, das ist ja mein Favorit. Nicht von der Performance, sondern einfach vom Style. Ich hoffe, die kommen durch. Oh nein, die Ente! Die Ente musste dran glauben, sie ist frei. Sie sind durch, auch wenn das Boot komplett zerstört ist am Ende. Oh mein Gott. Okay, er ist im Einer unterwegs. Oh, das hat Potenzial einfach zu kippen. Ist zwar gut ausbalanciert, aber wenig Oberfläche. Genau das. Hä? Die haben gar keinen Platz zum drauf sitzen. Was ist das denn? Oh, das ist nicht gut. Die haben ein Fass verloren. Aber ey, er macht das ganz gut mit dem Austarieren da oben, ne? Vielleicht doch gar nicht so eine schlechte. Oh, das war. Ah, das war. Jetzt hat es ihn gefetzt. Denkt dran, die ist härter als man denkt. Mein Gott. Ich möchte betonen, ihr habt das vielleicht nicht gesehen, aber ja, Flo ist gerade über den Tisch auf die Couch gesprungen. Das war beeindruckend. Aber nur weil er links steht. Das ist lustig. Das ist alleine. Okay, aber geht. Oh, Ober. Kurva. Was ist das denn? Okay, warte. Die sehen mir zu sehr nach Ingenieuren aus. Ich weiß auch nicht. Das Boot sieht scheiße aus, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Typ vorne genau weiß, was er tut. Die haben sich so eine Unterkonstruktion gebaut, die so flexibel ist, dass sie irgendwie sich sowas so nonstop mitbewegen kann, ja, halt. Deswegen safe haben die es auch foliert, damit die anderen nicht sehen, was es damit auf sich hat. Das wird irgendeine sein. Gitterstruktur sein. Das könnte sein. Irgendeine Art Gitterstruktur. Oh, sie haben mit den Stauchkräften nicht gerechnet. Digga, ich sag dir, das ganze Ding ist aus Poolnudeln. Einfach nur zwei Schwimmreifen mit ein bisschen Tape zusammen. Ja, vielleicht auch das. Sieht so aus, als hättest du recht. Und das ist ziemlich genial. Ich sag dir, Ingenieure. Ja. Ja, das geht kaputt. Das so ein D-Day Landing. Boat, crazy, Alter. Oh, das geht safe kaputt. Guck mal, sie haben auch Gewehre als Paddel. Lol, das ist ja clever. Die sind einfach so GIs. Ja, das ist ja geil. Okay. Das ist schon auch sehr feierbar. Oh. Das ist mit Sandband. Sag ich dann, ob der hält verloren, nicht. Alter. Das hält nicht. Ja, aber guck mal, wie er sich hält, Junge. Ah, komm. Ist, richtiger Hero. Ist D-Day passiert. Ja. Er ist noch dabei. Ja. Schwimmt ist geschützt. Aber guck mal, Respekt. Ja, jetzt zieht durch. Oh, Seifenkistenrennen, USA. Oha, du.